Das Album ist schon im Schatten der Pandemie entstanden, kann man so sagen. Hallo, wir sind Die Wende. Willkommen bei Diffus. Und wir reden heute über uns und unsere Musik. Die Wende. Wie würdet ihr euer neues Album beschreiben? Ganz allgemein, blau. Blau. Blau, süß, melancholisch, bittersüß, spazierengehend. Und auch therapierend ein bisschen. Hat sich die Pandemie auf eure Musik ausgewirkt? Ich glaube, dass sich das schon stark auf das Album ausgewirkt hat. Wir haben in den Phasen, in denen es erlaubt war, uns quasi zum engsten Kreis erklärt und uns im Raum getroffen. Dadurch, dass es generell wenig im Außen gab, außer spazieren gehen oder zu Hause sitzen, war das eine sehr intensive Zeit, würde ich sagen. Und wir haben ja ziemlich gute Momente gehabt. Und das hat sich sicherlich auch in der einen oder anderen Songstruktur wiedergespiegelt, dass es dann ausgedehnter wurde und wir uns Zeit genommen haben, im wahrsten Sinne des Wortes einfach mal laufen zu lassen. Das Album ist schon im Schatten der Pandemie entstanden, kann man so sagen. Wie kommt es, dass manche Songs von euch länger sind? Ja, ich glaube, die Liebe zur Länge, die hat sich so im Laufe des Tourens entwickelt. Also wir waren 2019 für unsere Verhältnisse relativ viel auf Tour mit unserem Vorgängeralbum Im Flausch und haben da gemerkt, dass eigentlich die besten Momente für uns und auch gefühlt im Publikum entstehen, wenn es sich ausdehnt, wenn wir uns Zeit nehmen und uns so reindengeln. Das hat sich dann im Album-Schreibprozess für die neue Platte auf jeden Fall verstärkt. Und wir haben einfach mal, wir hatten auf der Platte davor auch schon ein, zwei längere Tracks, aber jetzt nichts, was die 10-Minuten-Grenze gekratzt hat. Wir haben auch überlegt, muss man das jetzt irgendwie kürzen? Bei den Proben fürs Album ist es zu lang. Und dann fanden wir es aber auch irgendwie gerade so ganz cool, weil es sich zum einen organisch ergeben hat. Ja, es hätte sich auch komisch angefühlt, die zu kürzen, weil wir sind ja ohne Plan so ein bisschen ans Album gegangen. Und boah, das ist schon mit einem kleinen Plan, aber diese sind zu lang geworden, weil sie einfach so lang geworden sind und weil es sich einfach gut angefühlt hat. Wie entwickeln sich eure Songs? Also viel im Proberaum ohne Text. Auf jeden Fall auch bei dem Album, würde ich sagen. Der Text kam oft später, auch kurz vor den Aufnahmen, vor den Vocals. Also nicht nur, aber ich würde sagen, viel instrumental. Das Gemeinsame ist auf jeden Fall das Instrumentale, das, wo wir am ehesten halt einfach zusammen Sachen machen. Und das war für diese Platte halt viel intensiver, dadurch, dass wir viel intensiver die Zeit uns genommen haben, um zusammen Musik zu machen. Es gibt nach wie vor auf jeden Fall auch so andere Wege, dass eine Idee mal mitkommt in den Raum und wir dann zusammen irgendwie gucken, wie wir damit weitermachen. Manchmal steht auch schon total viel. Ist euer Musikgeschmack recht ähnlich? Wir kommen alle aus sehr unterschiedlichen, oder nicht sehr unterschiedlichen, aber aus unterschiedlichen Richtungen. Und dann gibt es aber immer, oder gab es in den vergangenen 10 Jahren, in denen wir das jetzt machen, immer mal wieder so Alben, auf die wir uns alle einigen konnten. Und wo wir dann irgendwie, wo ich zum Beispiel auch Die Wende oder unsere Freundschaft damit doll verbinde. Und das ist zum Beispiel auch irgendwie die Two von Mac DeMarco. Ty Siegel ist auf jeden Fall auch was ja uns so ein bisschen zusammengebracht hat. Ich glaube, Matze hat uns vom Ty Siegel Konzert, als er mit der Slaughterhouse-Platte in Berlin gespielt hat, hat er uns betrunken von dem Konzert geschrieben: Ey Leute, ich bin gerade bei Ty Siegel, es ist richtig geil, lass mal eine Band gründen. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, es gibt da irgendwie so verschiedene Punkte, an denen wir zusammenfinden, aber es lebt, glaube ich, vor allem auch viel davon, dass wir so unterschiedliche Musik hören und uns da irgendwie dann auch immer gegenseitig wieder so Sachen zeigen können. Das war irgendwie auch, also ist immer wieder schön. Welche Fragen stellt ihr euch aktuell? Ich glaube, gerade aktuell gibt es so viele Fragen, auch weltpolitisch gesehen. Und es gibt so viele, also man hat ja das Gefühl, es wird eigentlich jeden Tag mehr und man weiß gar nicht so richtig, wo man jetzt zuerst Nachrichten lesen soll und wie man eigentlich mit diesen ganzen schlimmen Dingen auch umgehen soll. Und ich glaube, der Trick ist in seiner Form und auch mit seinem leichten dadaistischen Touch, der da drin ist, auch so ein bisschen so ein Aufrüttelmoment à la, okay, what the fuck geht gerade ab und wie gehe ich mit in dem Fall dann Fragen um, die sich in dem Fall unter anderem auch aus der Pandemie ergeben haben, aber natürlich auch weiterführend sind. Ich würde auch sagen, so eine Frage auch während des Interviews, die mir so immer durch den Kopf geht und davor, ist voll absurd, dass man jetzt hier sitzt und über
sowas redet wie ein Album, was natürlich auch uns beschäftigt hat. Das soll es nicht ins Banale ziehen, aber es führt schon dazu, dass man checkt, das ist einfach was komplett Luxuriöses, dass man dieses Hobby so ausüben kann. Auch wenn man damit keine Kohle verdient vielleicht. Und das soll auch nicht... Tu nicht. Das soll... ich nicht. Schlechten Vertrag. Aber es soll auch nicht... Es wirft dann wieder die Frage auf, naja, das soll auch nicht gegen die faire Entlohnung, gegen die Debatte der KünstlerInnen laufen, sondern also einfach, dass jetzt ein neuer Krieg schon wieder ist und auch andere Kriege, auch die medial nicht so gut bearbeitet wurden, wie der Krieg, der jetzt gerade stattfindet. Ja, es ist einfach ein Rattenschwanz, der auch vielleicht gegen Stillstand argumentiert und neue Fragen zu stellen.